Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed World mit eurem LP-Gamer Steffen. Und ja, machen wir mal weiter und wir schauen mal, was wir heute für Rennen fahren. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Geh's mal weg. Verfolgung. Teilnehmen? Einzelspieler. Das habe ich euch glaube ich noch nicht gezeigt und das zeige ich euch heute mal. Also los geht's. Aber erstmal den schönen Ladebildschirm betrachten. Ach, genau, schon heute. Auf dem Los heute. Und go, 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 go. Zentrale, 56 Zone. Hallo. Das heißt Bullenschwein. Checke sein Kennzeichen, Datum 28.29. Hä? Wie willst du denn das checken? Bist du lang? Da. Ups. Das und, kann ich kurz aufholen. Bang. Bang. Nochmal ein bisschen Sachbeschädigung machen hier. Juhu. Da kommt schon ihr Bullen. Fangt mich, wenn ihr könnt. Los, holt mich. Macht mich so langweilig. Hallo? Bam. So, jetzt machen wir einfach Bullenauto Schrott, ey. Ups. Ja, so macht man es natürlich nicht, ne? Befehle ich euch nicht nachzumachen. Oh, es sind schon zwei hier. Hallo? Aha. Und schon mit dem Wind weg. Klar, ich bin der super schnellste Rennfahrer der Welt. Hier. Ich weiß überall durch, wo Platz ist. Und hier an. Ha! Der fällt gerade aus. Hihi! Bulle, du bist so blöd. Komm, mach's mir nicht so einfach. Mach's mir nicht so einfach. Kommt schon. Mach nicht so einfach. Oh, schon Glück gehabt. Aber ich dachte, die machen es mir so einfach. Na klar. Ich fahr überall durch. Was noch? Und der fährt doch. Das kam gut. Lol. Kommt, fahrt mit. Und bam. Kopf auf einmal, so muss es sein. Hallo. Nee, nee. Komm, fangt mich doch, fangt mich doch. Oh, fangt Stufe 3 schon. Ja, die umfahr ich mal lieber. Schmittig. Nächster Kopf markiert. Wow. Warte. Was macht der mit mir? Kommt schon. Du. Abtischen Park. Bin ich euch so schnell? Da, ich seh ihn wieder. Code 3. Wer sieht mich? Ich kenne mich doch gerade ab. Oh, vielleicht einfach mal stehen. Mal sehen, ob sie mich finden. Hihi. Hier, in 4 Minuten habe ich es abgehängt. In 4 Minuten. Ha! Hab euch. Halt, halt. Wow. Haha, ihr seid schlecht. Wow, Prestige geht aber jetzt hoch. Alter Schwede. Na, das geht auf Level 13 jetzt. 100 Pro auf Level 13 jetzt. Gold sogar.
Genau, Löffel 13, so muss es sein. Sehr gut. Oh, guck mal, den Erfolg gibt es auch wieder. Schauen wir gleich mal, welcher Erfolg da ist. Dann sammle ich gleich mal ein. So. Wo haben wir sie denn? Bestimmt ganz unten irgendwo. Ah, hier eine. Jetzt gehen wir Tradar. Gut. Das ist natürlich auch was Gutes. Wie viel Kohle habe ich schon? 189.697 Dollar. Das ist gut. Das eigentlich Dreck, nee, sowas fahre ich nicht gerne. Dreck rennen, das ist kacke, mag ich nicht. Jede Klasse gewinne ich, alle Klassen teilnehmen. Multiplayer gibt es da was? Mal schauen, ob es was gibt, ob es was findet. Wäre gut, wenn. Wenn nicht, ist es auch egal. Teilnehmen, logisch. Löffel 8. Löffel 19, naja, geht. Die aber nicht so weit von mir entfernt. Aber jetzt mit der ist, wird langweilig. Zu zweit. Hm. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was wird. Na ja. Na gut. Dann beende ich mal den Part und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Das ist nicht so lange braucht immer die Überbrückung. Also, bis gleich in der nächsten Folge in die For Speed World mit eurem LP-Gamer Steffen. So, und da sind wir wieder. Pünktlich zum Rennstart. Und los geht's. Ich habe das Video schon vorzeitig beendet. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich wollte es nur bisschen die Zeit überbrücken. Ach, das ist halt der denn. Sind wir ja mit anderen Autos oder mit. Oh Mist! Das war jetzt total misslungen. Jetzt bin ich vor der 5-4. Na toll. Warte mal, raus aus dem Bild. Ja, das Rennen werde ich 100% verlieren. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich fahre es trotzdem. Einfach Spaß halber. Was sind drei eigentlich? Schild, ja. Wie viele sind es eigentlich? Zwei, okay. Die bringen wir nicht viel, die hole ich eh nicht auf. Das sind alles Vollpros. Ich bin so ein Noob. Ja, ich bin voll Noob hier. Guck mal wie ich hier fahre, Alter. Ich fahre an jeder Ecke in das Auto. Oh mein Gott, ich stelle mich hier. Ich stelle mich so beinig an. Oh mein Gott. Das ist mega, mega, mega peinlich. Sorry, Leute. Ich versuche besser zu werden. Oh, komm. Bash. Tankstelle geschrottet. Brauche echt noch ein bisschen Fahrtraining. Weil so wie ich es fahre, ist er wirklich noobmäßig, ey. Echt mal. Ja. Komm schon. Die Kurve habe ich schon ein bisschen besser hinbekommen jetzt. Ja? Aber nur etwas besser. Das bringt noch nicht so viel. Aber ich denke, ich bekomme es schon noch hin hier. Irgendwie. Die Steuerung ist so schwammig und so sensibel. Das ist nicht für mich. Ich brauch's etwas grobmotorischer. Ja, ey, ich fahre jedes Auto ran, ey. So viel Platz und ich fahr gegen. Bin ich besoffen oder was, ey? Mann, Mann, Mann.
Der erste ist auch bestimmt gleich im Ziel. 100 Pro. 100 Pro ist der erste gleich im Ziel. Und auch schon Schildern einfach aus Langeweile. Ich dachte, mein Gott, ey. Kann man eigentlich das auch einstellen, dass man irgendwie Steuerung und die Feinfühligkeit umstellen kann? Ist irgendwie zu feinfühlig. Damit komme ich nicht klar. Mann, ja. Schön ist er erst im Ziel. Wieder mal weg. Ich schaffe es nicht rechtzeitig im Ziel. Ach so, jetzt fällt noch so ein Spaß hier und so ein Zeug, dass ihr was habt zum Lachen, so wie noobmäßig wie ich mich hier anstelle in Need for Speed World, aber scheiß draus. Na bam, fall ich doch in die Wand. Dann bin ich professionell. Nee, ich bin Noob, aber nicht professionell. Oh mein Gott. Das ist sowas von peinlich. Ich kann nicht mehr. Verkehrsmagnet. Naja, okay. Nee, raus. Keine Lust mehr. Ich hab mir so blöd. Na, was soll's. Okay. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, zuzuschauen, wie ich fahre und verliere. Aber was soll's. Ich mache die Let's Plays ja zum Spaß und nicht zum, Ernst. Daher ist es ja egal. Also ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, pardon. Ich wollte gerade nicht mehr verkneifen. Aber ich spiele es ja nur zum Spaß, wie gesagt. Und ich beende die Folge jetzt auch wieder. Und ich werde die beiden zusammenschneiden zu einem ganzen Video. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Need for Speed wieder. Und ich hoffe, dass ich da etwas besser fahren werde und mich mal besser anstellen werde. Ich werde offline mal ein bisschen üben, heimlich. Na gut. Also dann, bis zum nächsten Video. Euer LP-Gamer Steffen. Bis die Tage. Tschüss.